Pass auf, die Zombies kommen näher! Kein Problem, scharfes Weibsbild. Diese Trottel umzulegen ist tot einfach. Geschafft! Noch nicht ganz. Wir müssen immer noch Patient Zero finden, um diesen Wahnsinn zu beenden. Ein für alle Mal. Wow, Alter. Ding Dong! Hör auf mit dem, was du gerade machst, denn ich habe etwas, was du noch nie gesehen hast. Ey! Hast du gerade meine Tür eingetreten? Ja, aber es war ein Notfall. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, wow, eine Kerze. Wenigstens hast du dieses Jahr dran gedacht. Das würde ich doch niemals vergessen. Also, hast du noch was von diesen mega guten Keksen übrig? Ja, die liegen drüben auf dem Tresen. Möchtest du vielleicht? Danke, Mann! Da. Ist nicht alle auf, Mike. Ich will noch welche für später haben. Ist nicht alle meine Kekse! Mike! Mike! Oh Junge, ist das Kuchen? Mike! Und manchmal habe ich eben das Gefühl, dass du mich nicht als Freund respektierst. Also ich respektiere dich sehr wohl. Und nach dem heutigen Tag wird unsere Freundschaft stärker sein denn je. Ah! Oh ja, alles Gute mir. Danke, Mike. Kerzen sind super Geschenke. Ja, Happy Birthday dir, Zack. Toll gemacht mit all dem. Also, ich habe zwar nichts mitbekommen, aber irgendwas musst du ja gemacht haben. Mach es einfach aus! Mach es aus! Was machst du da? Ich bin nicht bei der Feuerwehr, Zack! Man muss kein Genie sein, um ein Feuer zu löschen, Mike! Da mach du es doch, wenn du es besser weißt, du Genie! Geh aus! Böses Feuer, böse! Geh aus! Mein Herr, ich biete Ihnen hiermit eine Summe von $5,000, wenn Sie Ihre umliegenden Räumlichkeiten binnen 24 Stunden verlassen. Klingt dies nach etwas, auf das wir uns beide einigen können? Nein! Schätze, wir gehen drauf. Warte, halt die Klappe, Mike. Okay. Was hat dieser Typ in diesem Film nochmal gesagt? Wir müssen immer noch Patient Zero finden, um diesen Wahnsinn zu beenden. Das ist es. Wir müssen einfach den Patient Zero finden. Was? Das ursprüngliche Feuer. Wenn wir das löschen, wird der Rest ebenfalls verschwinden. Du meinst wie in dieser komischen Zombie-Serie? Ja, töte den ursprünglichen Wirt und jeder, der davon angesteckt wurde, wird wieder normal. Dieselbe Logik könnte auch bei Feuer ziehen. Zombies sind nicht mal echt. Klappe, Mike. Okay. Ich gehe jetzt rein. Vergiss nicht meine Taten. Du wirst draufgehen. Erzähl meine Geschichte. Die wird nicht besonders interessant sein. Na, er ist tot. Oh. Puh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Ich auch, aber nur so zum Mitschreiben. Nichts davon hätte funktionieren sollen. Nun, Mike, manchmal kann sich eine dumme Idee als etwas Tolles herausstellen. Aber man weiß es nie, bevor man es ausprobiert. Ich denke, das ist wahr. Ah! Mike! Ach ja, Drehkerze. Zündet sich selbst an, wenn man sie ausbläst. Absoluter Klassiker. Mike, Drehkerzen sind auf Geburtstagskuchen gedacht und nicht als reguläre Kerzen. Also, es wäre kein richtiger Scherz, wenn man es kommen sehen würde. Daher schien es als reguläre Kerze eine ganz clevere Idee. Das ist eine furchtbare Idee. Aber man weiß nie, bis man es ausprobiert.